Hallo YouTube, herzlich willkommen zur letzten Folge der Pocahontas Legacy. Ihr seht hier Varian, er kommt. Warum hat er seinen Pfadfinder aufgedankt? Ich weiß es nicht. Wir haben noch einiges vor hier in der Pocahontas Legacy. Wir haben hier fremde Leute, ich weiß gar nicht, was die hier machen. Aber hier, du bist doch draußen. Du bist doch draußen. Du bist draußen. Hör auf zu fluchen, Puhani. Wie die Mutter, so der Sohn. Okay, jetzt ist er zum Pfadfinder-Treffen, weil wir haben Sonntag. Chinmay, was möchtest du hier? Lustig? Witze? Wir machen mal einen Pferdewitz erzählen. Sowas auch sonst, ne? So, wir haben noch einiges vor. Und zwar wie mit Fenrir noch was vor. Was willst du? Schwarm um ein Date bitten. Ach, süß. Ich will... Kann ich nicht mal einen Satz aussprechen? So, meine Güte. Ich will nämlich das Werwolf-Heilmittel herstellen, denn wir können nicht in die Varianer-Legacy reinstarten, solange Varian noch ein Werwolf ist. Und Fenrir möchte ja den Fluch von seinem Sohn nehmen und ganz nebenbei natürlich von seiner Schwiegermutter. Aber die Hauptmotivation ist natürlich sein Sohn. Kannst du bitte nicht hier rummotzen? Was ist dein Problem? Fenrir möchte sich zusammenrollen und stundenlang schlafen. Ansonsten ist er ein wenig griesgrämig. Ja, dann leg dich doch oben hin. Hier, mach ein Nickerchen, wenn du so sauer bist. Leg dich hin. Und du kannst nach Himana zuhören. Wir haben viele Tiere und wir haben tatsächlich nur ein Kind. Wir haben es tatsächlich mal geschafft, dass wir nur ein Kind bekommen. Endlich hat die Champion-Saison begonnen und die Truppe von Varian lernt, wie man Zelte aufbaut. Varian bemerkt, dass sein Kamerad Probleme mit den Stangen hat. Soll er helfen? Natürlich wird er helfen. Es ist ein tolles Gefühl für Varian, in die Rolle des Lehrers zu schlüpfen und dem anderen Pfadfinder zu helfen. Ach schön. Genau so soll es sein. Wir werden mal dein Fell bürsten und deine Hufe säubern. Und zuflüstern und reden. Und wir machen einfach nochmal ein bisschen was mit Nahimana. Nahimana ist auch so eine schöne Stute. Ne? Sie ist so ein wunderschönes Tier. Oh, Herr Werner, was ist mit dir los? Herr Werner ist benommen. Herr Werner? Herr Werner? Okay, Herr Werner möchte in den Busch. Okay, dann tut er keinen Zwang an. Sie bekommt immer Jobangebote, ne? Alles verkaufen. Finanziell sind wir gut aufgestellt. Wir sind nicht reich, wir sind aber auch nicht arm. Ja, wir halten uns ganz gut. Ich spiele gerade mit Nahimana als Fohlen. Habe ich gesehen auf dem Discord. Ich dachte schon so, entweder ist das Nahimana oder ein Fohlen von Nahimana auf dem Bild. Das habe ich gesehen. Habe ich sofort erkannt. Fenrir ist einfach mein Spirit Animal. Ja, er ist ein bisschen grumpy, wenn er nicht richtig schläft. Dann müssen wir ihn einfach hinlegen. Ohne Mittagsschlaf ist er einfach ein bisschen knatschig. Laila, mir geht's gut. Wie geht es dir? Wobei, meine Nase wird langsam wieder ein bisschen dicht. Oh, ist mir das Hälschen kraulen, ne? Wer mag das nicht? Wir könnten auch nochmal aufsteigen und eine Runde ausreiten. Die Federn nehmen wir natürlich auch mit. Wir brauchen... Also das Bestreben ist ja jetzt eher zweitrangig. Aber wir brauchen... Hier, Getränk zubereiten. Getränk mixen. Das ist ja unsere Mission heute. Werwolf Adieu. Das Rezept haben wir ja schon. Mondblätter haben wir schon drei. Wir brauchen noch einmal Eisenhut. Und theoretisch müssen wir nochmal das Mondblatt ernten, damit wir zwei Tränke machen können. Das heißt, wir müssten gleich, sobald er halt sein Nickerchen gemacht hat, nochmal nach Moonwood Mill reisen, damit wir die restlichen Zutaten finden, damit wir unseren Sohn heilen können. Meinst du bist fertig mit deinem Nickerchen? Guck mal, sie ist auch schon bereit. Entschuldigung? Warum kommen eigentlich immer fremde Leute zu uns? Stehst du auf? Okay, dann bist du wenigstens gleich nicht mehr so knatschig. Wie wär's mit einem trübsinnigen Heulen oder so? Damit du das hier mal so ein bisschen reduzierst. Oh, Nahimana. Herr Werner! Perfekt. Jetzt ist er selbstsicher. Wunderbar, dann können wir jetzt nach Moonwood Mill. So soll's sein. Fenrir ist manchmal minimal anstrengend. So ein Müh anstrengend.
Gott, ich habe als Regel aufgeschrieben, dass Varian in jeder Welt eine Nacht verbringen muss. Aber das sind ein paar viele Welten. Ihr müsst mir nochmal mit der Varianer Legacy, mit den Regeln helfen. Sollen wir dann irgendwie sagen, er soll in 5 verschiedenen Welten einmal übernachtet haben oder so? Oder in 10 verschiedenen Welten? Was ist so die Anzahl, die ihr fühlen würdet? Minkalinchen, hi. Muah, Dankeschön für 20 Monate. Ganz, ganz lieben Dank dir. Ausrufezeichen Disney. Also die Regeln sind für ihn noch nicht ausgearbeitet, weil ich halt warte, bis die Pocahontas Legacy vorbei ist, damit ich halt alle Regeln für ihn mit, also so storybasierend mit aufnehmen kann. Und dann können wir einmal zusammenschreiben, was wir denn für ihn eigentlich jetzt vorhaben. Wo wollte ich hin? Nach Moonwood Mill. Hier unten ist das. Es sind ein paar viele Welten, weil wir haben ja auch noch die Urlaubswelten, die kommen ja auch noch dazu. Hier, das werden wir noch nicht kriegen. Ich werde mal in die Bar reisen. Alleine, lieber alleine. Besser ist, wir nehmen niemanden mit. Und dann haben wir unser Soll ja eigentlich für den Stream schon fast erfüllt, wenn wir Varian geheilt haben. Und vielleicht kriegen wir es ja irgendwie noch hin, dass wir Tiana auch noch heilen. Oder kann man die Zutaten irgendwie online kaufen oder so für Werwolf Adieu oder Wolf Adieu oder so, wie das heißt. Ja, eben, es sind inzwischen sehr, sehr viele Welten. Und am 31. kommt halt noch eine Welt dazu. Und deswegen müssten wir uns vielleicht ganz, ganz minimal beschränken. So, Eisenhut. Ich glaube, das hier war noch Eisenhut. Alles ernten. Ich freue mich auch so auf die neue Welt. Ich freue mich auf alles, was mit diesem Pack zu tun hat. Ne? Das wird bestimmt ganz, ganz großartig werden. Ab geht die Post! Wann haben wir denn wieder Vollmond? Uff, nächsten Sonntag erst. Nächsten Sonntag ist jetzt, das dauert noch eine Weile. Weil der Mondblatt blüht ja immer nur an Vollmond. Und ich weiß nicht, ob wir wirklich eine ganze Woche hier spielen heute. Freue mich auch so mega auf das Pack. Das wird fantastisch werden. Das wird einfach so, so großartig werden. Ah, mein Ohr juckt. Ahaha. Ahaha. Okay, dann kannst du hier die Pilze nochmal ernten. Dann kriegen wir aber nochmal ein bisschen Geld dazu. Noch was ernten, weil ich will ja eigentlich noch. Warte, hier. Fähigkeitenpunkt. Oh! Alpha Wolf! Wir wollen es ja eigentlich noch so machen, dass wir uns Alpha Wolf holen. Gewinne die meisten Kämpfe und Herausforderungen gegen andere Werwölfe, damit wir den Alpha-Status von unserem Vater Greg übernehmen. Weil dann haben wir nämlich das wölfische Sagen und nicht mehr er und wir müssten keine Angst mehr davor haben, vor Greg und seinen Anhängern, weil wir dann das neue Oberhaupt sind. Und das werde ich jetzt einmal kaufen. Und ich glaube, dann werden wir uns verwandeln und ihn herausfordern. Ist das schon wieder Chimay? Ich glaube, das war schon wieder Chimay. Ich muss meine Generation jetzt nur noch 10 Tage hinauszögern. Sie muss noch 2 Ehemänner die Unterwelt zeigen und dann soll sie vom Sensenmann schwanger werden. Mega! Ich möchte bitte auch den 31. Oktober haben. Erst den 26. und dann den 31. Danke! Hier sind aber auch einige. Alle sind hier so am Tuscheln. Hier, Adeline ist auch gefühlt überall. Und hier, eine von den Gewinnern von der Sweetheart Challenge. Ellie, aber mit jemand anderem. So, mein Freund, wie wär's, wenn du dich willentlich verwandelst? Du könntest dir vielleicht mal was zu essen jagen, wenn du schon mal hier bist. Geh mal ein bisschen deinem werwölfischen Naturell nach. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich ihn willentlich verwandle. Er ist ein bisschen wie so ein Kleinkind. Wenn er nicht genug schläft, dann wird er wieder knatschig. Und ich habe jetzt Angst, dass er wieder knatschig wird. Ja. Meine Ellie, ja. Die taucht häufiger mal auf. Ich frage mich, wie sich die neuen Geisterfähigkeiten mit den Fähigkeiten der okkulten Sims vertragen wird. Das wird bestimmt interessant. Selina, danke schön für deinen Dirk. Ganz, ganz lieben Dank.
Aber warum ist meine Nase denn so dicht? Hier seht ihr auch gerade das Gift da an der Seite, was so rumspielt da mit Rabot Energy. Da seht ihr auch zwischendurch im Chat so einen kleinen Link durchhuschen, falls euch da das interessiert und ihr nähere Infos zu haben wollt. Bist du auch irgendwann fertig mit Jagen? Ja, nein, vielleicht? Henry ist mit frischem Fleisch zurückgekehrt, das er gefunden hat. So, dann kann er sich nämlich selber versorgen. Wunderbar. Und dann gehen wir zu deinem Vater. Oh, ich bin so gespannt, ob er das schaffen wird. Weil er macht das halt auch, um seinen Sohn zu beschützen. Ich meine, ja, er wird den Werwolffluch von ihm runternehmen, aber er wird trotzdem immer ein Abkömmling von einem Werwolf sein und immer der Abkömmling auch von Drax sein. Und dementsprechend wird das halt auch einfach eine Gefahr für ihn sein. Und wir sind in der falschen Nachbarschaft. Wir müssten woanders hinreisen. Nochmal kurze Kontrolle. Komm zurück, wenn die Bedingungen zum Erden erfüllt sind. Genarf. Okay, wir reisen jetzt zu Greg. Oh, er muss das gewinnen. Er muss einfach gewinnen. Ach ja, der hat ja nochmal Kinder gekriegt. Ich vergesse das immer. Hier ist auch einiges los. Ah, wir reisen mal lieber hier hin. Wir reisen mal lieber hier hin. Ja, so ist besser. Aha, ja. Ah, das wird alles so cool werden. Ich trinke nochmal einen Schluck. Und wenn ich aufgeregt bin, muss ich trinken. Weil dann sammle ich immer so viel und kriege immer einen ganz trockenen Hals. So, es ist dunkel, es ist der perfekte Zeitpunkt, um unseren Vater herauszufordern. Wenn ich nicht wieder zu blöd bin, den zu finden. Natürlich bin ich wieder zu blöd, den zu finden. Hier. Ich krieg's irgendwie immer nicht hin. Komm, Fenrir, wir klären das jetzt ein für alle Mal. Du stellst dich jetzt ihm. Er hat so viel Unheil über deine Familie gebracht. Und es wird Zeit, dass wir das einfach klären. Lauf, Fenrir. Stellt euch jetzt eine spannende Musik vor. So, müssen wir aber das Warnschild untersuchen. Guck mal, wie er das schon wittert. Und dann müsste er gleich hier auftauchen. Oh, diese Nebelschwaden, die hier auch so rumwabern, ne? Da ist er. Unser Vater. Und ihr seht, wir hassen uns massiv. Provozieren, provozieren. Oh, guck mal. Jetzt, oh, er hat ihn sofort gesehen und sofort Werwolf-Rauferei. Ich musste nicht mal was sagen. Los, Fenrir! Los, du schaffst das! Fenrir, Fenrir, Fenrir! Komm schon. Er muss den Alpha-Status kriegen. Er muss einfach den Alpha-Status kriegen. Los, Fenrir! Oh, sieht gut aus, oder? Du wirst jetzt nicht grillen. Und? Verdammt! Verdammt! Oh, wir sind noch nicht bereit. Wir sind noch nicht bereit. Ich hatte so gehofft, dass wir es hinkriegen. Ich hatte so gehofft, dass wir es hinkriegen. Oh, Fenrir! Oh, okay, wir müssen noch ein bisschen trainieren. Wir müssen noch ein bisschen trainieren. Gehen wir in die Reißzahnbar und Bunker. Wir bleiben wirklich lieber erstmal hier, weil wir wollen die anderen Sims nicht erschrecken. Sonst hätte ich gesagt, ja, okay, wir gehen irgendwie ins Fitnessstudio oder so und können da so ein bisschen an den Boxsack gehen. Aber ich glaube, in der wölfischen Form möchte er halt so wenig Sims wie möglich erschrecken und bleibt lieber so in seinem Territorium und auch so ein bisschen im Territorium seines Vaters, weil er will ihn natürlich wieder herausfordern. Aber erst muss man noch ein bisschen üben.
Er braucht unbedingt den Alpha-Status. Weil er will ja auch ein Werwolf bleiben, einfach damit er halt auch seine Familie beschützen kann, ne? Weil dann hat er halt auch so den größten Einfluss auf. Oh, es ist Geist Knight, perfekt. Auf die anderen Werwölfe und hat die so ein bisschen unter Kontrolle. Guck mal, hier hinter müssen wir. Hier kannst du boxen. So der geheime Unterschlupf der Werwölfe. Und dann wird er ein Rudel führen. Das heißt, wir könnten dann tatsächlich eine, also hier jetzt nicht eine von den Rudeln hier beitreten, sondern eine Gruppe gründen, die einfach sein Rudel wird, so bestehend aus Werwölfen. Das fände ich halt mega. Er ist ein bisschen stinkig. Schon wieder. Ich weiß, du wurdest ein bisschen vermöbelt. Du übst jetzt. Du übst jetzt. Du hast ein Ziel. Du willst deinen Sohn beschützen. Du hast ein Ziel, Fenrir. Komm, du heißt Fenrir. Du bist der Wolf. Wenn du nicht zum Alpha wirst, wer dann? Oh. Okay, never mind. Das hat keiner gesehen. Das ist ihm peinlich. Wir beobachten ihn nicht weiter. Das ist ihm peinlich. Das ist ihm unangenehm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Vajan eventuell hinterhergeschlichen ist. Und seinem Vater heimlich gefolgt ist. Aber du ziehst dich vielleicht mal um, mein Baby. Er ist fast erwachsen. Ich sollte ihn eigentlich nicht mehr mein Baby nennen, aber. Jawoll, hi. Er fühlt sich hier wohler, als er sollte. Was hast du hier eigentlich? Schwarm um ein Date bitten. Ach Gott. Und mit Moana flirten. Was für ein Merkmal hatten wir dir gegeben? Stimmt, der hatte ja schlafender Wolf. Das kann er auch gerne behalten. Mal gucken, ob das Werwolf-Gen eventuell doch nochmal irgendwann aus ihm rausbricht. Vielleicht ist er doch einfach so ein kleiner Herzensbrecher. Aber hier. Kiran! Kiran Dunkelmond. Ist Kiran nicht auch. Nee, Kiran. Das ist einer der Schurken! Das ist einer der Schurken! Wir werden uns Kiran vorstellen. Ich wusste doch irgendwie. Der kommt mir bekannt vor. Der war aus einem Community-Projekt. Der erste Villain, der auftaucht. Und es ist so typisch, sobald Vajan sein sicheres Zuhause verlässt, trifft er auf einer der Schurken. Ich hab die Schurken-Sims jetzt nicht besonders markiert. Wow, er hat Angst, verurteilt zu werden, als er Kiran sieht. Großartig. Einer der Schurken und die hassen sich jetzt schon. Wow. Hinterhältiger Spitzbube. Anscheinend ist war ja nicht gut mit einem besonders spitzbübischen Sim ausgekommen. Spitzbübische Sims gehen anderen gern auf die Nerven. Sie sind entweder unglaublich witzig oder unglaublich nervig oder beides. Ob sie nun gerne Unfug treiben, stehlen oder einfach nur gemein sind, spitzbübische Sims kann niemand übersehen. Ja, war ja mag spitzbübische Sims nicht. Hauptsache, direkt der erste Villain taucht auf. Wow. Ich bin ein bisschen sprachlos. Über das Leben nachdenken. Gut, dass du deinen Sohn noch nicht gesehen hast. Wobei ich mir auch schon vorstellen kann, dass er seinen Sohn zeitnah wittern wird. Weil er hat natürlich eine gute Nase. Und wenn er gleich mit seinem Training fertig ist und wieder hochgeht, er wird riechen, dass sein Sohn da ist. Ich liebe auch sein Nasenpiercing, auch in der Werwolf-Form, ne? Ich glaube, Fenrir ist der schönste Werwolf, den ich je gebastelt habe. Na? Ach, guck mal, die Eskins kriegen noch mal ein Baby. Ach, schön. Du bist ja in einer ganz schönen Sims-Traube gefangen hier. Du unterhältst dich jetzt mit Jared? War Jared auch ein Schurke?
Ich glaube ja, ne? Boah, das sind so viele Sims hier. Terry Jamison. Wir stellen uns jetzt einfach ganz vielen Leuten vor. Fragen, wie es ist, ein Werwolf zu sein. Ey, du versuchst es mal ein bisschen mit Witz. Ich glaube schon. Luna, hi. Man bastelt Werwölfe. Ja gut, ich habe Vajans Werwolf-Form halt angepinselt. Das meine ich mit basteln. Und Jared war kein Schurke. Echt nicht? Ich weiß, dass die Schurken habt ihr, viele von denen sind stark tätowiert. Und ich dachte, er ist deswegen auch ein Schurke. Den kennen wir doch auch. Ja, Leo. Guck mal, ich sag doch, den kennen wir auch. Terry plaudern. Ich lasse ihn einfach so ein bisschen herumwüten, ne? Oscar! Oscar ist auch einer der Schurken. Guck mal, wenn wir den drüber hovern, dann sehen wir ja, dass sie in der Schurkengruppe sind. Das ist ganz gut. Ja, auf Wiedersehen. Kannst du machen. Kannst du machen. Fenrir ist hier oben. Oh, das gibt Stress von Papa. Das gibt Stress von Papa. Und er ist in Rage. Er wird seinen Sohn anknurren. Wenn er sich gerade sowieso nicht gut beherrschen kann, wird er seinen Sohn anknurren. Und sagen, was machst du hier? Geh nach Hause, du weißt, dass du hier nicht her sollst. Ja, tut mir leid, Papa, du musst doch nicht so laut werden. Und er will wirklich ein guter Junge sein, ne? Er will wirklich wohlerzogener junger Mann sein und er wird sich davon erstmal entfernen. Was meint ihr? Würde er nach Hause gehen oder würde er bleiben? Würde er nach Hause gehen oder würde er bleiben? Was meint ihr? Oh Gott, er geht zum Glück in die andere Richtung. Das ist gut. Und er kommt zurück. Weil Vajan versteht halt auch nicht so, was soll denn hier so gefährlich sein? Es passiert doch nichts. Warum soll ich nicht hier sein? Hier sind coole Leute, ich verstehe mich gut mit denen und wie soll hier eine Gefahr von ausgehen? Weil mein Vater ist ja schließlich auch hier. So, das ist halt so seine Denkweise. Ach, die riechen. Er roch. Hast du deinen Geruchssinn verstärkt gerade? Gerade, ob ich hier noch irgendwen kenne, noch irgendjemand von den Schurken oder so. Das sieht nicht so aus. Ist doch toll, dass Vlad einfach hier ist. Der riecht rot. Ich erinnere mich leider nicht mehr dran, für was die Farben standen. Henry, bist du wieder plaudern? Wie plaudern, du? Hier ist gerade niemand. Dann gehst du da vielleicht mal hin. Ja, und er wird sich jetzt einfach ein bisschen umsehen. Und natürlich... das ist auch ein Grundstück, das ist cool. Und natürlich, wie soll es anders sein? Wird er sich ein wenig im Ort herumtreiben und hier hochreisen? Weil er geht ja angeblich nach Hause. Fenrir hat ihn weggeschickt. Und Fenrir bekommt nicht direkt mit, in welche Richtung er gegangen ist, weil er gerade einfach in seiner Werwolf-Hut drin ist und da gefangen ist. Und wir hoffen jetzt natürlich, dass Vajan nicht in Schwierigkeiten gerät. Aha. Genau. Genau. Er sieht sich hier jetzt schon so ein bisschen um und denkt so, was soll hier gefährlich sein? Das ist einfach nur ein verschlafenes kleines Städtchen, so mit Holzfäller-Vibes und was soll hier schon schief gehen? Er schaut sich hier den See so ein bisschen an. Er findet sowieso, dass dieser Berg eine absolute Faszination hat und beschließt, irgendwann will er hier oben mal übernachten.
hier hingehen. Er schaut sich jetzt von oben den See an. Weil Wasser hat ja sowieso so eine Faszination für ihn, weil er ja, auf Tortosa aufgewachsen ist. Tortosa ist eine Insel, er liebt das Meer. Und jetzt auch noch der See von so weit oben, den zu beobachten, das macht ihn sehr, sehr friedlich. Du darfst hier gerne einen kurzen Moment im Mondlicht schlafen. Mal gucken, wie es dir damit geht. Man hört ja auch das Heulen der Sims im Mond. Und ich hole mir einmal Nasenspray. Ich spreche total nasal. Das nervt mich selber. Ich bin gleich wieder da. Ach so, in der Hoffnung, dass das gleich besser wird. Weil Corona lässt mich auch noch nicht ganz los. Zwischendurch sagt meine Nase so: Oh nee, ich habe jetzt keine Lust mehr zu arbeiten. So. Totaler Wohlfühlmoment gerade. Spiele gerade selber Sims und habe nebenbei deinen Stream und Aussage, das ist so schön. Und nach seinem Nickerchen im Mondlicht, das ist so schade, dass wir das nicht ernten können, wird er. Dankeschön. Wird er einen kleinen Spaziergang um den See herum machen. Und dabei natürlich, oh mein Gott, auf einen ganz besonderen Ort stoßen. Fenrir, zieh dir bitte was an. Hier, dein Kaltwetter-Outfit. Und dann verwandelst du dich bitte wieder zurück. Hier darfst du als Werwolf rumlaufen. Versprochen. Aber er ist nicht mehr in Rage, das ist gut. Der muss gleich zur Arbeit. Da müssen wir aufpassen, dass er gleich nicht wirklich zur Arbeit geht. Danke, Kitty, für Bedürfniserfüllung. Er ist so ein bisschen verträumt. Geht halt einfach nur wirklich ein bisschen spazieren, weil ich glaube, er geht ganz gerne spazieren, will einfach nur um den See rumlaufen. Und das hier ist einfach so der direkte Weg, weil er denkt, ja, er will sich auf die andere Seite des Sees stellen und einmal hier zu diesem Berg hochgucken und zu gucken, wie ist denn das hier so. Und da ist er direkt. Plaudern. Er trifft das erste Mal auf seinen Großvater. Er trifft das erste Mal auf seinen Großvater. Er sieht nicht mal die Warnschilder, weil er direkt diesen Werwolf sieht. Und er verbindet Werwölfe eigentlich nichts mit was Negativem. Greg läuft weg und er läuft ihm hinterher. So, Entschuldigung. Warten Sie bitte. Entschuldigung. Lockt er ihn weg? Werwolfrauferei. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist sein Enkel. Du kannst ihn doch nicht so vermöbeln. Fenrir, der da hinten ist, hört das. Er hört und spürt, dass sein Sohn in Gefahr ist. Und wird sofort dahin rennen, um das Schlimmste zu verhindern. Oh Gott. Fenrir, beeil dich! Beeil dich! Oh nein, oh nein, oh nein! Komm schon, komm schon, komm schon! Komm schon! Oh. Oh, Vajan hat keine Chance. Vajan hatte keine Chance. Du bist so fies, Mann! Oh, Vajan! Mein Baby! Er hat Sommersprossen. Er hat sogar als Wolf Sommersprossen. Fenrir, wo bleibst du? Beeil dich! Beeil dich! Das werde ich dir nie verzeihen, Vater. Das werde ich dir nie verzeihen. Freundlich. Nein! Ich fordere dich zum Kampf raus. Das wirst du mir heimzahlen. Oh, und er rennt weg. Oh, Vajan, mein Baby. Oh, er sieht so übel aus. Er sieht so übel aus. Nein, 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 nein. Du wirst nicht zur Arbeit gehen. Oh, verdammt nochmal. Komm her.
Du machst die ganze Dramatik kaputt. Wo ist es jetzt? Du machst die gesamte Dramatik kaputt. Komm her jetzt. Meine Güte. Das ignorieren wir, okay? Das ignorieren wir gerade einfach mal. Hör auf zu träumen. Komm. Oh, jetzt ist er in Randale. Oh nein, das ist genau das, was wir verhindern wollten. Wir wollten nie, dass ihr diese, dass er diese Erfahrungen macht. Und deswegen durfte er Tatosa nie verlassen. Oh, was hatte ich hier eigentlich? Ein Nachtwolf und ein ruheloses Tier. Wir wollen halt nicht, dass er sich so in bei diesem Werwolffluch quälen muss. Jetzt aber. Komm. Aber er ist auch ganz schön kaputt. So, für deinen Sohn. Komm schon. Rosa, danke schön für dein Follow. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Komm, Fenrir. Für deinen Sohn. Das kannst du nicht auf dir sitzen lassen. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Nein! Nochmal. Nochmal, du gibst nicht auf. Du gibst dich nicht geschlagen. Du gibst dich nicht geschlagen. Komm. Komm. Komm schon. Revanche. Nein, nein, ich lass dich jetzt nicht gehen. Ich lass dich jetzt nicht gehen. Komm schon. Oder traust du dich nicht, alter Mann? Ich werde mir diesen Alpha-Status holen. Sehr spannend hier. Dankeschön. Dankeschön. Komm schon. Ob er wieder zurückkommt? Komm schon. Wenn wir da rauslocken? Oh, so viele Leute hassen ihn einfach, ne? Wie selbstsicher er jetzt hier rumstolziert. Oh, das müssen wir ihn austreiben. Das müssen wir ihm austreiben. Komm schon. Provozieren. Und du, Vajan? Oh, du bleibst vielleicht noch ein wenig hier, bis es dir besser geht, weil es wird deiner Mutter das Herz brechen, wenn sie dich so sieht. Oh. Oh, Fenrir. Nee, Vajan. Vajan. Wir brauchen das Werwolf. Wir brauchen diesen Trank. Greg! Hör auf, das aber zurückzusetzen. Warte. Plaudern. Da kommt es. Wir müssen das schaffen. Wir müssen die Kontrolle über die Werwölfe bekommen. Und das geht nur, wenn wir Greg seinen Alpha-Status absprechen. Und dafür müssen wir ihn im Kampf besiegen. Komm schon. Komm schon. Vaya muss gleich zur Schule. Komm schon, komm schon, komm schon. Das ist so ein Generationskampf, ne? Bitte, 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 Fendria. Mach ihn fertig. Gib ihm das, was er verdient. Und? Und? Ja! Geschafft! Geschafft, den Brand besiegt! Jetzt der Alpha. Oh mein Gott. Er hat's geschafft. Jetzt werden wir mit unserem Sohn wieder zurück in die Bar reisen und ihm diesen Untergrundschlupf zeigen und ihm den Werwolf-Adieu-Trank zubereiten. Können wir ihn mitnehmen? Hoppala, nein. Ja, hier. Und ihn nochmal tadeln, dass das eine dumme Idee war, warum er nicht auf ihn ge gehört hat, als er sagte, geh nach Hause. Und Vajan würde einfach sagen, so, du hast mir nie erklärt, warum ich nicht darf. Das verschlafene Städtchen, das hat einfach so unschuldig gewirkt. Einfach, da war nichts los. Woher sollte ich wissen, dass das so gefährlich ist? Woher sollte ich wissen, dass da er wohnt? Du hast mich nie über diese Hierarchien der Werwölfe aufgeklärt.
Und Fenrir wird sagen, ja, das hat aber einen Grund, warum ich dir das nie gesagt habe, weil ich nie wollte, dass du Teil in dieser Welt bist. Ich wollte dich davor beschützen. Und dann wird er ihm die Frage stellen, ob er möchte, dass der Fluch von ihm genommen wird, dass es ihm besser geht. Und so wie er gerade leidet in dieser Randale, wird er natürlich sagen, ja, ja, ich will, dass das aufhört. Ich will, dass diese Wut verschwindet. Ich will nicht mehr das Bedürfnis haben, mir am Hintern zu lecken. Oder meinen eigenen Schwanz zu jagen. Also Werwölfe haben da einen Schwanz, nur halt so ein kleines Stummelschwänzchen. Hier, ihr seht das bei Fenrir, also bei ihm nicht, bei er trägt eine Hose, aber hier, da, kleines Puschelschwänzchen wie so ein Kaninchen. So, das heißt, Vajan, du wirst jetzt hier unten warten. Und ich werde dich von diesem Fluch erlösen. Ach komm schon, müssen wir hier unten noch eine Bar hinstellen. Er wird heute mal nicht zur Schule gehen, weil das ist ein sehr aufregender Tag für ihn. Und er hat den Segen von seinem Vater, dass er heute nicht zur Arbeit muss. Hier, wir brauchen... Nee, einfach so eine kleine Bar. Hier, sowas hier. So. Getränk zubereiten. So, wir haben alle Zutaten. Wir haben alle Zutaten, das weiß ich hier. Werwolf, Wolf Adieu. Bleib mal hier, bleib mal hier, bleib mal hier. Ja, der tut alles weh, das kann ich mir vorstellen. Versuch dich ein bisschen auszuruhen. Ruh dich ein bisschen aus, das war eine harte Nacht für dich. Leg dich hin. Leg dich hin. Das war, glaube ich, seine erste Werwolf-Verwandlung, ne? Kein Wunder, dass das so auslaugend für ihn jetzt war. Das war ja wirklich eine anstrengende Erfahrung. Wo willst du hin? Auf, nee, du gehst nicht auf die Jagd. Komm her. Komm her. Hast du das jetzt schon fertig gemacht? Hat er nicht. Getränk zubereiten. Jetzt kann ich das nicht mehr machen. Wo hat er das Getränk abgestellt? Weil er das jetzt abgebrochen hat, weil er jagen ist. Oder sehe ich gerade einfach den Trank nicht? Ey, nee, das ist doch jetzt nicht wahr. Wo ist der Trank? Wo ist der Trank? Kann ich irgendwo die Zutaten kaufen? Das ist doch jetzt fies. Kann ich irgendwo die Zutaten kaufen? Beweg deinen pelzigen Popo hier runter. Kann ich die aus dem Diebakode oder sagt das Spiel dann, ah, das Spiel, das gehört aber Fenrir nicht. Ach. Das Storytelling funktioniert mit solchen Funktionsfehlern immer ganz toll. B.showHiddenObjects. So, alles anzeigen. Packs, dann Werwölfe, Debug. Das konnte ich mal ganz runter. So, was brauchen wir? Wenn du auf dem Heimatgrundstück bist, aber ich wollte das doch hier zubereiten. Hä? Eins, zwei, drei. Hier geht das nicht, oder?
Eins, zwei, drei. Und wo ist Eisenhut? Seht ihr das Eisenhut? Eisen. Hallo? Eisen. Gut. Ja, aber ich dachte, das gibt es hier auch nochmal, weil Eisenhut hier auch wächst. Also müsste es ja eigentlich auch in diesem Pack integriert sein. Ah, es ist mittlerweile im Basisspiel. Eieiei, okay. Eisenhut. Eisenhut. Warum funktioniert das mit dem Filter nicht? Das ist eine Rose. Löwenmäulchen. Tulpe. Chrysantheme. Hier. Ah, okay, das macht natürlich Sinn. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich weiß gar nicht, wie viele wir brauchen. So, ich versuch's jetzt einfach. Nee, ich kann es nur herunterschlingen. Ja, dann reisen wir nach Hause, dann müssen wir das zu Hause herstellen. Dieser blöde Trank despawned ist, weil Fenrir denkt, oh, ich muss jetzt jagen gehen, so mittendrin, mitten in einer wichtigen Aufgabe. Das ignorieren wir für die Story, okay? Das ist nie passiert. Es ist nie passiert. So, hier oben wohnen wir. Wir nehmen unseren Sohn natürlich mit. Und wir schreiben das einfach so um, er hat Tiana mit abgeholt. Seine Schwiegermutter. Damit die auch den Trank bekommt. Typische Aussage, wenn man eine Story in Sims entwickelt. Absolut, oder? Oh, dieser Mückenstich. Oh, der juckt wie Sau. Mückenstiche unter den Füßen und an den Fingern. Schlimmste. Okay, was ich auch nochmal hatte. Mückenstich auf dem Augenlid ist auch nicht schön. Ja, Pläne funktionieren bei Sims sowieso immer sehr gut. So, wir haben sie mitgenommen. Und jetzt hole ich mir Items raus. Items, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt nochmal. Jetzt muss ich es nochmal eingeben. Gnarf! Nein, nicht hier. Liebesspiel. W.show hidden objects. So, Eisenhut. Ach komm schon. Basisspiel und Werwölfe. Versuchen wir es jetzt noch mal. Eisenhut, bitte. Eisen, was ist das denn? Junge Köpfe fördern. Okay, cool. Eisenhut. W.Objects. Oh, damit wir die einfach so ein bisschen nebeneinander platzieren können. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ich glaube, mehr als das brauchen wir nicht, oder? Und jetzt Mondblatt. Es ist jetzt schon ein bisschen gecheatet, aber unsere Zutaten sind halt verloren gegangen. Ich finde, dann ist das okay, dass wir das machen. Mondblatt, komm. Gimme, gimme. Eins, zwei, drei, vier, fünf.
So. Jetzt aber. Das haben wir alles schön hier ins Inventar rein. Oh, guck mal, zwei hatte er sogar noch. Und dann brechen wir endlich den Fluch. Für uns selber natürlich nicht, weil wie gesagt, er muss der Alpha bleiben, damit er Greg unter Kontrolle behalten kann. Damit er von den Seiten der Werwölfe einfach seinen Sohn beschützen kann. Weil ich glaube, Varian ist als Nachkomme von Greg halt sehr interessant für mögliche Schurken, weil er mächtige Gene hat. Und deswegen Getränke zubereiten für für Vajan wollte ich ein Getränk zubereiten. Geht nicht, weil alkoholisches Getränk. Oder wie? Dann mix so ein Getränk. Wo ist es? Wo ist es? Hä? Habe ich die Mondblätter nicht reingetan? Die Mondblätter sind weg. Die Mondblätter sind weg. Warum sind die Mondblätter weg? Ich habe sechs Stück platziert und die hier reingezogen. Ihr habt das gesehen, oder? Maria, hi. Ihr habt das gesehen. Sag mal. Was soll denn der Käse? Das ist doch nervig. Also doch mal. Show hidden objects. Wolf. Mathieu, gibt er mir nicht. Dann gebe ich einfach mal so den Debug. Nee, das Spiel will heute nicht. Macht es. Haut es so eine Lücke ins Storytelling gerade. Das nimmt gerade so die Spannung raus. Wo ist der Trank? Wo ist der Trank? Sehe ich ihn noch nicht oder ist er weg? Ina, hi. Leute, was soll ich machen? Mondblatt im Glas. Funktioniert das damit auch? Aber das ist ja nur Deko, oder nicht? Ja, aber ich kann den Trank ja nicht selber machen. Ich komme ja nicht an die Mondblätter ran. Ich kann jetzt nicht 2 Wochen vorspulen, nur damit wir die Mondblätter machen kann. Okay, dann versuchen wir es damit. Ich versuche es auch nochmal, dass ich die hier hinpacke. Es war nicht so schwer, diesen Trank zu machen. So. Nee, guck mal, die verschwinden hier drin. Verschwinden hier drin. So, mal gucken, ob das jetzt damit funktioniert. Komm schon. Komm schon. Tränk mixen. Ja! Yes! So, bitte, Fenrir. Brich nicht wieder irgendwas ab. Ja, wieso kommst du da nicht dran? Beweg deinen Poppes hierher. Getränk mixen. Ja. Ja, gut, dass du dich ein bisschen zurückhältst hier.
und lieber mit Naimana ein bisschen knuddelst. Besser ist das. Wo ist der Trank? Hier, guck mal. Debug und Debug. Die beiden Sachen sind im Debug gelandet, weil die gerade nicht angezeigt werden. Das hier sind die Tränke. Das hier sind die beiden Tränke. Okay, dann müssen wir manuell den die Werwolf-Form wegnehmen. Dann funktioniert das gerade einfach nicht. Dann tun wir einfach so, als hätten wir den Trank zubereitet. Ich meine, er hat ihn zubereitet, aber es funktioniert halt irgendwie nicht. Nein, manuell wegtun ist verbuggt. Aber was machen wir denn jetzt? Wie machen wir das dann? Es geht nur mit dem Trank. Und was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Dann. Oh, das ist Coworking. So. Dann speichere ich einmal. Pack alle Mods, die ich gerade nicht brauche, einmal raus aus dem Spiel. In der Hoffnung, dass es ein Mod-Problem ist. Und dann starte ich das Spiel nochmal und dann probieren wir es nochmal. Vielleicht sind die wieder da, die Tränke. Ja, wenn der Trank mir im Spiel nicht angezeigt wird, dann wird der aus der Galerie mir auch nicht angezeigt. Gehe ich ganz fest von aus, weil ich konnte ihn ja auch im Debug nicht finden. Ich hoffe jetzt einfach, dass es nur ein Mod-Problem ist. Wir probieren das. Drückt mir bitte die Daumen. Ja. Währenddessen trinke ich. So, kleine Anekdote. Ich habe ja mal eine Arztpraxis gebaut. Erinnert ihr euch an meine Arztpraxis? Ich meine, ich habe da sogar ein Speedbild auf YouTube so gemacht. Und da habe ich ursprünglich, also ich habe halt Medizin dahingestellt, dass man da hinreisen kann und man kann sich Medizin kaufen, dass man das nicht immer so über Geschenke kaufen machen muss, sondern einfach eine Arztpraxis hat. Und ja, ich habe da ursprünglich auch diese Wolf-Adieu-Sachen hingestellt, aber die konnte man nicht kaufen. Von daher hat das leider nicht gut funktioniert. Aber die ganz normale Medizin konnte man da kaufen. Immerhin das. So. Dann, die brauche ich gerade nicht. Die brauche ich gerade nicht. Die kann ich auch kurz entbehren. 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 Die nicht. Die ist wichtig. So. Dann lösche ich die Cache noch einmal und dann funktioniert es hoffentlich. Bitte, 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 drückt mir die Daumen. Drückt mir die Daumen, dass es funktioniert. Puh, 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 puh. Boah, der Nase kribbelt. Oh. Komm schon, komm schon, wir wollen den Fluch loswerden. Komm schon. Komm schon. Let's go! Es lädt noch. So, fortsetzen. Tutorial überspringen. Ich brauche kein Tutorial. Was will ich mit dem Tutorial?
Guck mal, dann kann ich jetzt wieder auf Sims umschalten. Im Ladebildschirm. Na komm, Spiel. Das erste Mal reinladen nach dem Spielstart, das dauert immer so eine Minute. Aus Galerie getestet geht definitiv nicht. Wenn das halt nicht funktioniert mit Werwolf, dann haben wir ein massives Problem. Weil ich will nicht, dass Vajan die ganze Zeit ein Werwolf ist. Ich finde die Werwölfe an sich super cool. Aber die sind halt sehr schnell, sehr wütend. Ja, die hätten besser ausbalanciert sein müssen. Das stimmt. An sich sind die super cool. Wobei ich so einen richtigen Schweif besser gefunden hätte. Aber das ist nur mein ganz persönlicher Geschmack. So. Da sind wir wieder. Bitte lass es ein Mod-Problem sein. Bitte lass es ein Mod-Problem sein. Nee. Wir können sie nicht heilen. Wir können sie nicht heilen. Was machen wir denn jetzt? Ja, das Mondblatt ist ja jetzt gerade nicht das Problem, sondern der Trank, weil der Trank mir nicht angezeigt wird. Vielleicht hat da jemand Infos, dass das vielleicht aktuell einfach ein Bug ist, der im Spiel ist. Weil das finde ich halt echt nervig, weil wir haben zwei Tränke hergestellt. Mondblatt ist gerade nicht mehr das Problem, sondern die Tränke an sich. Ja, frisch sammeln funktioniert ja auch nicht, Lena. Es geht ja nicht. Weil die Tränke an sich nicht funktionieren. Ich finde es nervig, dass sie immer in Wolfgestalt bei mir rumrennen und teilweise komische Kleider anhaben. Du kannst aber in den Einstellungen, hier Spieleinstellungen, Pack-Einstellungen, wenn du hier runter scrollst, Werwölfe, dass sie nur auf Moonwoodmill begrenzt sind. Dann laufen die in den anderen Welten nicht so rum. Man kann auch die Werwolf-Eigenschaften anpassen, damit sie nicht mehr so im Rage-Modus sind. Ja, aber ich will ja nicht, dass sie generell Werwölfe sind. Die sollen ja keine Werwölfe mehr sein. Also Fenrir schon. Deswegen, aber dachte ich jetzt trotzdem mal zurückverwandeln. Aber Vajan und Tiana sollen keine Werwölfe sein. Ja, gerne, Lena, danke schön. Oh! Er wollte dich doch nur umarmen, das ist dein Enkel. Oh, jetzt kriegt er auch noch Stress in der Schule. Ja, dann gehst du vielleicht jetzt einfach nochmal zur Schule. Dir geht's ja gerade ganz gut, dann geh jetzt einfach zur Schule. Und wir... Hallo? Und wir versuchen das Problem gleich zu lösen. Und Fenrir wird... Nein, nicht Tiana. Fenrir wird... Puhani einweihen. In das, was alles passiert ist. Klatsch und Tratsch. Dass er jetzt der Alpha ist und sie keine Angst mehr haben müssen vor Greg. Dass sie jetzt sicher sind, dass nichts mehr passieren wird. Aber dass er halt gerade noch nach einer Möglichkeit sucht, das gemeinsame Kind zu heilen. So, dass Vajan von Greg angegriffen wurde, wird er wahrscheinlich nicht verraten. Weil Puhani soll sich nicht unnötig Sorgen machen. Ja, es ist... Mit den Werwölfen ist leider gerade sehr verbuggt. Wir haben es ja bei Vajan schon versucht, per MCC zu entfernen und so. Als ein Säugling, glaube ich, war. Und es geht nicht. Es funktioniert nicht. Immer wieder weggeschieden, es kommt immer wieder. Erst seit dem Trank ist Ruhe, ja. Wir brauchen halt den Trank. Wir brauchen den Trank.
Die Begrenzung funktioniert momentan aber gefühlt nicht wirklich, zumindest bei mir nicht. Aber ein Bug bei den Tränken ist mir gerade nicht bekannt. Aber wo kommt das her? Warum ist das bei mir so? Hat's eingeschaltet, euch doch viel Spaß. Alles klar, Digga, schön, dass du da warst. Warum stinkst du eigentlich so? Auch zur Tierklinik bringen. Ja, wir gehen mal zur Tierklinik. Ey, du bist die ganze Zeit draußen. Warum bist du so meckerig hier mit uns immer? Was ist los, Puhani? Aber schön, dass Tiana dann hier wenigstens einfach mal so zu Besuch ist. Warum nicht? Aber es ist schon traurig und frustrierend, dass es nicht so will. Wäre mal von jemand anderen mixen lassen. Dafür braucht die andere Person aber erstmal das Rezept. Und dann müssten wir das Rezept erstmal wieder finden. Erstmal müssen wir zur Tierklinik. Dafür müssten wir nach Brindleton Bay. Fenrir kann den Trank, ja. Er beherrscht den Trank. Du hast ja auch den seltsamen Bug mit dem Inventar, wo du immer in den Modus wechseln musst. Vielleicht ist das miteinander verwandt. Den Bug habe ich nicht mehr. Also gerade nicht mehr. Der Barkeeper in Moonwood Mill kann ihn auch herstellen. Oh, dann probieren wir das. Dann probieren wir das nochmal aus. Das heißt, hat die Lena ja gerade mit ihrem Sinn, so wie ich das verstanden habe, dann würde Lena ihr den wahrscheinlich zur Verfügung stellen. Warte, was zur Verfügung stellen. So, erstmal mit Havanna zur Tierklinik. Hier erstmal anmelden. Havanna zur Behandlung anmelden. Dann reisen wir gleich einfach nochmal nach Moonwood Mill. Und probieren wir das gerade nochmal aus. Ich mag die Tierklinik. Ich finde die irgendwie echt schön. Coda! Oh, Coda, ich kann gerade nicht. Ich bin gerade beim Tierarzt. I'm sorry. Ich hatte auch mal einen Sim online, der das herstellen konnte. Hab den aber aus meiner Galerie gelöscht, glaube ich. Aber ich finde das so gut, dass das einfach mit übertragen wird, ne? Ey, du sitzt im Hundeabteil, meine Süße. Das hier ist das Katzenabteil. Geh dich mal da hinsetzen und warten. Wegen Grundstücksmerkmalen? Du Schmerz? Auf dem Grundstück? Das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, wir müssen Rechnungen bezahlen. Ja, aber ist kein Thema. Guck mal, das kannst du von hier aus. Haushalt. Aber Wissenschaftsbaby brauchen wir jetzt nicht mehr, aber Rechnung bezahlen. Oh, sie ist schon dran. Hervorragend, dann setzen wir uns mal hier hin. Dann sind wir auf jeden Fall dabei. No. Arme Havanna. Ich habe es gestern mit Jana gemacht und hatte keine Probleme. Ich probiere das gleich mal mit der Bar. Natürlich die teure Behandlung. Nur das Beste für unsere Havanna. Havanna hat uns so gut, maybe, ich kann gerade nicht, so gut geholfen bei unserer Sammlung, bei unserer Federsammlung, dass wir die vervollständigen. So. Sehr schön hast du das gemacht, Havanna. Sehr schön. Können wir dich jetzt so nach... Oh, Liebe spüren. Ja, Liebe spüren. Das hast du so toll gemacht, Havanna. So tapfer. So ein tapferes Mädchen. Oh, feini. So, dann... ich kann ja gar nicht auf ihn wechseln. Ja, dann gehen wir erstmal nach Hause. Also mit Havanna natürlich, wir nehmen sie mit. Obviously. Was mit dem Trank ist echt merkwürdig. Ich befürchte, dass das weder gehen wird mit Jana noch mit dem Barkeeper. Weil es mir eben als Fehler angezeigt wird. Also durchgestrichen. Das Objekt ist ja gar nicht da. Egal wer das herstellt, es ist einfach nicht da. Weil sonst hätte man mir das ja auch im Debug angezeigt. Wenn es im Debug angezeigt worden wäre und die Sachen bei
Fenrir aber immer so ausgeblendet sind. Hier, ich gehe mit ihm da nochmal hin. Dann wäre es ein Problem, was den Sim angeht. Aber dadurch, dass es im Debug auch gar nicht verfügbar ist, das ist die falsche Welt, wird es, denke ich, ein generelles Problem in meinem Spiel sein. Hier, wir reisen da nochmal hin. Das ist doch frustrierend. Ich denke auch, dass es nichts bringt, wer das herstellt. Ärgerlich. Ich will von Vajan unbedingt diesen Fluch runternehmen. So, Tiana ist jetzt so ein bisschen nebensächlich. Ich meine, ist auch doof, dass sie da verflucht ist. Aber sie spielen wir halt nicht mehr aktiv. Ich probiere das jetzt. Setz dich mal dahin. Mal gucken, ob Barkeeper kommt. Nein, ich kann gerade nicht. Ja, Sim zum Werwolf-Cheaten kein Problem, aber Werwolf zum Sim-Cheaten geht halt nicht mehr. Das geht halt nicht. Da, jetzt. Getränk bestellen. Getränk bestellen. Na? Oh, heißer Chili-Kakao. Nee, ich kann ihn nicht bestellen. Guck mal. Wolf Adieu wird hier nicht angezeigt. Wird hier nicht angezeigt. Er ist ein Einser-Oberschüler, perfekt. Hier, komm mal her. Komm mal her, Vajan. Hier. Sim-Kommandos. Okkulte Befehle. Sim-Humanisieren. Ja. Ist es ein normaler, langweiliger Mensch. Gute Arbeit. Wir gehen jetzt mal nach Hause. Hest? Ich glaube, es hat geklappt. Ich glaube, es hat geklappt. Ja, warum Tippfehler? Let's go! Was für ein Tippfehler? Hat's jetzt geklappt? Das wäre ja fantastisch. Wenn Tiana jetzt noch da ist, können wir ihr den Fluch auch wegnehmen. Genau, heute ist noch Pocahontas Legacy und das nächste Mal startet dann die Vajana Legacy. Hat sich ein A zu viel eingeschlichen? Ja, Vajana ist ja richtig. Das ist die Vajana Legacy, aber mit Vajan, weil die Pocahontas Legacy heißt ja auch nicht Puhani Legacy. Es hat geklappt! Er ist Sim! Er ist ein ganz normaler Sim! Es hat funktioniert! Ich zeige euch das jetzt bei Tiana. Ich gehe da drauf. MC Command Center. Sim-Kommandos. Okkulte Befehle. Sim-Humanisieren. Okay. Und fertig. Als er ein Säugling war, hat das nicht geklappt. Jetzt hat es funktioniert. Er ist befreit vom Fluch. Er ist befreit. Er ist befreit. Oh Gott, wir hätten es uns so leicht machen können, wenn ich das einfach nur nochmal ausprobiert hätte. Ne?
Er ist ein Einserschüler, das heißt, er darf auch wirklich zum nächsten Mal ausziehen. Oh, er muss aber noch ein paar Pfadfinderaufgaben machen. Das möchte ich eigentlich auch noch schaffen. Hier Abzeichen Fortschritt ansehen. Das darfst du gerne mal machen. Wir müssen uns dringend nochmal um seine Bedürfnisse kümmern. Darfst ein schnelles Bad nehmen. Wollen wir in der Vajana Legacy auch abseits des Netzes nehmen? Ich meine, das hatten wir jetzt in der Pohani, also Pocahontas Legacy. Nein, lass mich in Ruhe. Wollen wir das zweimal hintereinander machen? Ist aber auch doof, oder? Wobei jetzt auf Sulani halt auch irgendwie Sinn macht? Bin mir nicht sicher. Also, falls ihr Ideen für die Regeln der Vajana Legacy habt, schreibt die mir gerne. Es kann aber trotzdem sein, dass sie jetzt noch Werwolfverhalten zeigt oder dass sie im Chaos verbuggt ist. Ich nehme aktuell, was ich kriegen kann, weil eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Bin erst davon überzeugt, wenn bei Vollmond keine Aura da ist. Der Vollmond ist leider erst in der nächsten Woche, oder kann ich die Mondzeit cheaten? Kann ich die cheaten? Unterhalte einen Kleinkind, binde jemanden zum Lachen, trage den Müll raus oder hilf jemanden bei den Hausaufgaben. Bringe jemanden zum Lachen, das kriegen wir hin. Hier, bring deine Mama zum Lachen. Lustig, Witze. No, cute. Oh, ich liebe euch. Die sind so ein schönes Paar. Die hatten sehr, sehr viele Turbulenzen. Aber das ist trotzdem sehr gut gelaufen, finde ich. Dry Sheet? Dann mache ich jetzt Vollmond. Mal gucken, ob das funktioniert. Ist eigentlich ein kleines einsames Dorf. Das sollte doch abseits des Netzes sein, oder? Ja, aktuell ist es halt verbuggt. Aktuell habe ich eine Mod drin, damit es halt nicht verbuggt ist. Aktuell sehe ich hier noch kein Problem. Na komm, erzähl deiner Mutter einen Witz. Aber die Mädels haben sich bei ihm nicht nochmal gemeldet, ne? Irgendwie muss er sich immer melden. Hier, hast du dieses Flackern gerade gesehen, Kitty? Vom Schatten? Das meinte ich. Alter, sind das viele Nachrichten. Klick, 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 klick. So, jetzt. Ich weiß, du bist super müde. Hi, Mom. Über Logikrätsel kannst du dann mit ihr nochmal reden. Klopf, klopf, Witz. Kannst du deiner Oma auch nochmal einen Witz erzählen? Oma, weißt du noch, als du mich nicht umarmen wolltest? Schön. Im Endeffekt kann ich anbieten, dass ich ihn dir heile, bräuchte nur die Safe oder man müsste die Familienbande neu mit MCC richten. Ja, wenn ich dir die Safe gebe, bräuchtest du halt auch meinen gesamten Mod-Ordner und so weiter. Mal gucken, ob das zählt. Wir können dann ja oben noch mal gucken. Abzeichen Fortschritt ansehen. Mal gucken, ob das hingehauen hat. Muss jetzt nicht langsam. Nee. Ach, er ist wieder griesgrämig, weil er wieder müde ist. Also ich habe Vollmond eingestellt und es ist nichts. Nee, guck mal, das klappt nicht. Den Müll kann ich hier auch nicht rausbringen. Ich glaube, ich muss hier mal einen anderen Mülleimer hinstellen. Damit wir den Müll auch rausbringen können. Hier, das können wir auch verkaufen. Unbeschreiblicher Keks. Das kann alles weg. Ja, pf, und die beiden Tränke, toll. Hier kommt einfach so ein kleiner Mülleimer hier hin und den können wir dann leeren. Hi Alexis. Das packen wir einmal weg. Ja, okay, dann geht's schlafen. Er ist super, super müde.
Ja, ich bin da nicht wirklich tiefer drin als du. Deswegen frage ich dich ja. Nee, leg dich nicht auf den Boden. Baden wie ein Biest. Aber das mit dem Mondzyklus-Cheaten klappt wohl nicht so gut. Oder ich habe es zu spät eingestellt von der Uhrzeit her. Das kann natürlich auch sein. Die Schatten kann ich dir leider nicht zeigen, weil ich kann das nicht beeinflussen. Ich kann nur sagen, da war es gerade. Ich kann das nicht aktiv einbinden. Ich kann das nicht aktiv beeinflussen. Schlafen. Perfekt. Ach, jetzt schlafen mal alle, das ist schön. Da war es gerade. Hast du es gesehen? Weißt du, was ich meine? Ich bin überall kacki rum. Weg damit! Immer wenn ich kurz wegschaue. Oh no! Wurde gestorben. Aber du bist bald ausgeschlafen, das ist gut. Dann darfst du schon mal aufstehen. Müll bitte leeren. Mit Makayo in die Sterne gucken und mit Oscar flirten? Oscar ist ein Villain, mein Lieber. Oscar ist einer der Schurken. Oh je, und du kannst mal hier die Schüssel füllen. Dann packe ich das da rein und dann kannst du den Müll nochmal leeren. Geburtsmeldungen. Baby, Baby. Oh, Zwillinge. Ach, guck mal. Naira hat ein Baby mit Dario bekommen. Leandra hat auch ein Baby bekommen. Das waren Sims von euch. Oh Gott, es gewittert. Eieiei. Ja. Bitte füttern. Heavy. Och, jetzt hat wer anders das rausgebracht. Nee, 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 Percy. Percy, geh bitte einfach weg. Geh bitte einfach weg. Percy ist einfach der nervigste Hund, den ich jemals bei Sims hatte. Hä? Wo kann ich da? Ah, jetzt. Oh, Akne abdecken? Dann deck mal Akne ab. Wusstest du gar nicht, dass du Akne hast. Gesichtsreiniger auftragen. Ein Glas Wasser nehmen. Wir brauchen Geschirr. Wir brauchen Geschirr. So, dann darfst du es jetzt abstellen. Komm. So, stopp. Das kommt da rein. So, zack. Dann kommt das da rein und dann darfst du das wieder ausleeren. Nein, 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 natürlich gehst du zur Arbeit. Kollege. Huch! Oh Gott. Er ist wieder in Randale. Hä? Warum bist du ohnmächtig? Vajan? Warum ist Vajan ohnmächtig? Warum ist er ohnmächtig? Oh Gott, ich will speichern. Warum ist er ohnmächtig? Oh, Kitty, danke schön. Danke schön. Warum ist er ohnmächtig? Aus Angst vor seinem Vater jetzt? Da passiert jetzt aber nichts mit ihm, oder? Oh, einmal die Bedürfnisse bitte hoch. Weg. Hey, du bist ja gerade nicht mal ein Werwolf.
versuchen, die Kontrolle zurückzuerlangen. Er ist ja nicht mal ein Werwolf. Er hat sich nicht mal verwandelt. Okay, die Werwölfe sind gerade absolut verbuggt. Vajan. Vajan? Ich bin gerade ein bisschen unschlüssig. Bewegt sich gerade auch keiner? Die Tür geht nicht zu? Hallo? Allein losschicken? Hallo? Ja, Debug Moodlight, aber warum? Lauf weg. Du kennst doch deinen Vater. Du brauchst keine Angst vor deinem Vater zu haben. Ich gehe das Katzenklo mal säubern. Hier, Fenrir, es tut mir schrecklich leid, ne? Aber ich verbanne dich jetzt nach hier hinten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier, Müll lernen. Der macht mich fertig. Ja, absolut stylisch im Bücherregal. Und Vajan kommt gerade schon wieder zu spät. Da war es auch wieder mit dem Schatten. Ja, habt ihr das gesehen? Ansonsten gerne einen Clip machen. Und das nochmal in Ruhe angucken. Yay, Abzeichen gute Taten haben wir jetzt erhalten. Und dann darfst du das gerne reparieren. Da war es auch gerade wieder. So. Abzeichen an. Achso, nee, du solltest vielleicht zur Schule gehen. Geh vielleicht einfach zur Schule, ist besser. Ah, jetzt ist aber ein Werwolf. Ich schaue es nach, damit ich wirklich immer, wenn ich wegschaue. Oh no! Ja, stimmt, das Original, der Originalspielstand ist ja von 2021. Vielleicht müssten wir einen neuen Save-File damit Vajan machen. Aber fände ich schade, weil wir haben so viele Sims von euch platziert. Ich müsste das halt alles komplett neu platzieren. Das würde ewig dauern. Jetzt gehst du das reparieren? Ja, okay. Das ist gut. Du bist ja schon wieder da. Aber du ragest nicht mehr. Wie wär's, wenn du dich dann zurückverwandelst? Das wäre toll. Und dann kannst du hier das Präriegras bitte einmal komplett abernten. Eieiei. Also heute ist echt ein bisschen der Wurm drin, aber... Wo ist der Baum? Wo ist der Baum? Wo ist unser Kristallbaum? Der hat sich hier zurückgesetzt. Und die Kristalle schweben hier noch. Wachstum. Blühend. Danke, alles verkaufen. Hä, was ist da los? Was ist da los? Spiel. Komm schon. Ja, ermutige sie mal zum Training. Hier können wir gerade nichts machen. Den Müll, den räumen wir mal schnell weg. Hey, warum hat das nicht funktioniert? Komm her, ein da. Und Herr Werner, schon wieder zur Tierklinik bringen? Nee, guck mal, wir haben noch einen Wellness-Happen für dich. Du kannst das haben. Hau ihr nicht in die Hacken. Sei vorsichtig, wohin du die Sense schlägst. Hilfe! Ja, bitteschön, dann geht's dir gleich besser, Herr Werner. Herr Werner hat schon wieder Flöhe. Oh. Ich liebe Pohani, ne? Ich liebe sie so sehr. Gefühlt ist sie auch gerade erst mit Fenrir abgehauen. Für die Liebe. Nein, geh weg. Und jetzt zieht ihr Sohn bald aus. Und wann wirst du eigentlich zur Seniorin? In 27 Tagen. Also das dauert halt doch wirklich, bis sie zur Seniorin wird.
Sie ist halt relativ früh Mama geworden. Wir sollten das Sofa vielleicht mal reparieren. Ist vielleicht nicht so verkehrt. Ey, schmeiß den Müll doch hier doch nicht immer hin. Wegwerfen. Hier, da rein soll das. Ich hab dir das gerade vorgemacht. Ach, weil es wieder gewittert. Habt ihr jetzt wieder Angst? Bring den Müll weg. Dankeschön. Man kann es wieder reingehen. Und ewige Liebe erklären. Da war das wieder gerade mit dem Schatten. Ja, schnell rein. Du bist wahrscheinlich sowieso schon durchnässt, aber. Wir wollen ja nicht, dass du nur Erkältung kriegst, Puhani. Hi, Fenrir. Schön, dass es dir jetzt besser geht. No. Ich liebe die beiden als Paar. Er darf gerne ein Werwolf bleiben, ne? Aber bei Vajan passt das halt einfach nicht. Weil er hat immer noch das Merkmal schlafender Wolf. Hier. Level 5 der Romantik. Hier, vielleicht spule ich mal ein bisschen vor, damit wir hier die Nacht erleben. Gott, mit seinem Schlag. Damit wir sehen können, ob das Merkmal vielleicht ganz weg ist. Weil wir haben ja einen guten Referenzwert mit Fenrir. Aber Fenrir müsste sich dann verwandeln und durchdrehen. Aber Vajan dürfte das eigentlich nicht. Ich gehe mal ganz kurz pullern und mir was Neues zu trinken holen, ja? So lange kann das ein bisschen vorspulen. Ja, kann man Kani mitnehmen. Alles gut, gar kein Thema. So, da bin ich wieder. Tada! Habe ich irgendwas verpasst? Hier, du könntest mal deine Hausaufgaben machen. Was hältst du davon, mein Freund? Da war es wieder mit dem Schatten. Da! Das konnte man gerade sehr, sehr gut sehen. Da auch wieder. Also manchmal passiert das. Da wieder. Manchmal passiert das irgendwie mit dem Licht. Da wieder. Ich weiß nicht, womit das zu tun hat. Neige dazu, M-Einstellung möchte ich aber nicht ausschließen. Ich habe, also hier Fehler beim Laden mancher Effekte steht hier, ja. Und ich habe das hier ja aktiviert. Aber ich mag halt diese harten Schatten. Wenn ich das deaktiviere, dann sieht das so, weiß ich nicht, aus. So, dann taucht der Fehler nicht mehr auf, aber dann habe ich halt auch nicht diese schönen harten Schatten, die ich eigentlich so mag. Ich glaube, das mit dem Cheaten der Mondphasen funktioniert nicht. Weil Fenrir zeigt so gar keine Anzeichen so davon. Um Rat gebeten werden. Oh ja, bitte Papa mal um Rat. Bewältigung der Aggression. Ja, er würde definitiv sagen, mach Sport. Definitiv. Konfliktlösung reicht nicht mehr aus. Weißt du, wie hart wir an Konfliktlösung gearbeitet haben? Warte, hier. Auch das Fitzelbisschen da. Das Fitzelbisschen. Ja, geh mal auf Klo. Und dann wirst du hier. Freundlich. Tratsch? Nee. Tieffreundlich. Entschuldigen. Wofür willst du dich entschuldigen? Was hast du angestellt? Was hast du angestellt? Dann stell doch bei den Spielern denn Stellungen auf Permavollmond. Wie mache ich das? Den Effekten, was Kitty sagt, habe ich mich für diverses im Internet doof gesucht. Okay, also einfach den Reshade nochmal neu installieren, oder wie? Kann ich das einfach neu installieren oder kriege ich da Probleme mit? Hallo, Lady, hi. Spieleinstellungen, echt hier?
guter Umgebung hier. Vollmond. So, erstmal hier die Charakterwerte. Das ist wichtig. Und? Differenzen beilegen hätte das eigentlich auch funktionieren müssen. Hast du die Differenzen beigelegt? Tiefgründige Gedanken. Smalltalk. Wir haben doch irgendwo den Reiter hier, andere Sims. Wo ist das nochmal? Fenrir? Fenrir verwandelt sich. Hä, wo ist denn hier andere Sims? Gott, habe ich mich erschrocken. Ja, bei ihm ist... wegen Vollmond. Ruf des Mondes. Und Vajan hat das nicht. Er ist geheilt. Er ist geheilt vom Werwolf-Fluch. Und ist jetzt eine... Sie ist ja auch ganz normal angezeigt. Das heißt, sie ist kein, auch kein Werwolf mehr. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Unabhängigkeit verlangen? Ja, das auf jeden Fall. Ich war gerade verwirrt, weil ich seine Jacke gesehen habe. Oh, guckt euch Kind Vajan an. Er war so süß als Kind. Ich meine, er ist immer noch echt ein Schnucker, ne? Beziehung. Hier ist das jetzt. Andere Sims. Helfen, schlechte Beziehung zu kitten. Zu Zuria. Ja. Kann sich mal wieder mit ihrer ehemals besten Freundin aussprechen, würde ich sagen. Oh nein! Komm, geh hier draußen irgendwo rumwüten. Geh da draußen irgendwo rumwüten. Und du? Mom! Mom! Warte. Ich würde gerne Beziehungen, andere Sims helfen, schlechte Beziehungen zu kitten, Zuria. Dankeschön. Und dann stelle ich die Mondphase wieder auf normal um. Und jetzt aber! Das hat nicht geklappt. Komm schon, da fehlt ein Zipfelchen. Ein Zipfelchen fehlt da. Beziehung, andere Sims. Anderem Sim fragen. Nach ihrer Mom vielleicht? Okay. Dann kann ich das in die Spieloption einmal umstellen. Umgebung. Hier deaktiviert. Jetzt aber. Ach schön, wir haben es geschafft. Das war jetzt aber auch aufwendig, ne? Du willst lesen? Insider-Leitfaden über das Leben als Werwolf lesen. Vajan, die Zeiten als Werwolf für dich sind vorbei. Ja, tatsächlich, Agner. Ja, dann gehe ich hier nochmal hier Gesichtsreiniger. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Nutz mal den Gesichtsreiniger, bitte. Weil die Agne kriegen wir sonst nie wieder weg. Kratzer reparieren. Andere Sims. Ah, geht immer noch nicht. Ich hoffe, das Werwolf-Gen bricht nicht früher oder später nochmal aus ihm raus. Weil er ja immer noch das Merkmal schlafender Wolf hat. Ich hoffe, das gibt er nicht an sein Kind weiter. Ja, der Leitfaden der Werwölfe fasziniert dich irgendwie, oder? Kann das sein? Ah, dein Vater ist zurück. Nee, komm. Geh hier rumwüten. Geh weg. Geh einfach weg. Hier, und du darfst. Mit klassischer Musik entspannen. Macht dir das Spaß? Minimal, ne? Minimal macht ihm das Spaß. Oh, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Und sie ist krank und du bist läufig oder rollig, heißt das ja bei Katzen. Eieiei. Ja, nimm mal Medizin. Das ist nicht verkehrt. Och, er ist ja schon wieder da. Dann Tanz.
kann er nicht tanzen? Okay, weird. Schlafender Wolf ist nicht schlimm, wenn man dann aktiv den Sinn zum Werwolf machen muss. Okay, ich dachte, das Werwolf-Gen bricht einfach irgendwann so Fenrir aus ihm raus. Fenrir, du bist immer so stinkig manchmal. Ich weiß, immer und manchmal ist ein Gegensatz, aber ihr geht da hinten rum wütend. War ja mal klassische Musik. Ist doch schön. Was los, hier mit Laserpointer spielen? Das macht dir auch Spaß. Du darfst das Katzenklo mal sauber machen. Du kannst was essen. Ich glaube, das Essen aussortieren. Oder so. Es ist nämlich nichts zu essen mehr da. Dann darfst du mal was kochen. Kochen. Ja, wir machen mal schön Würstchen mit Bohnen. Weil die Sims dann so tolle Tönchen machen. Wie viel Spaß einfach Haustiere bringen. Und wir werden Pua natürlich mit in die Vajana Legacy nehmen. Vajan wird mit Pua zusammen ausziehen. Havana und Nahimana bleiben bei Pohani. Zum Aktivieren muss man den Sim im Fluss baden lassen, damit er zum richtigen Wolf wird. Oh, das ist ja voll schön. Reparier das mal bitte. Hier, schnell Geschirr spülen. Oh, danke. Ach, Mann, Fenrir. Fenrir, nicht bei Fuß. Fenrir, geh ab. Geh ab. Dann darfst du dir jetzt ein Gericht nehmen und du darfst bitte das Ding reparieren. Let's go. Oje, Gesundheit. Gesundheit. Mama hat bestimmt ein Medizinchen für dich. Wir wollen nämlich nicht, dass du die Lama-Grippe kriegst. Hier, Medizin nehmen. Aber das sieht doch gut aus. Für den Shader eigentlich muss nur Shaders und Textures-Ordner was hinzugefügt bzw. entfernt werden, damit alles funktioniert. Und woher weiß ich, was ich hinzufügen oder entfernen muss? Lass sie nochmal schnell duschen. Hat die Erkältung besiegt. Perfekt. Ach, Vajan, du hättest ruhig das Geschirr auch wegpacken können. Ups, hallo? Hallo? So. Einmal schön aufgeräumt. Vajan wird nach Solani ziehen. Weil vielleicht kriegt er erstmal so ein leeres random Grundstück. Weil ich glaube, sobald er mit der Schule fertig ist oder sobald er halt auf eigenem Bein steht, will er reisen. Also eigentlich so nach seinem Abschluss möchte er reisen. Ich weiß nicht, also eigentlich hätte ich gerne noch, dass wir seinen Abschluss kriegen. Dass er seinen Abschluss macht. Ah, Fenrir ist endlich wieder zurück. Perfekt. Nee. Geh mal bitte richtig schlafen. Geh mal bitte richtig schlafen und vielleicht können wir dich dann noch fix zur Schule begleiten. Das wäre super, weil dann können wir bestimmt vorzeitig den Abschluss machen. Weil er ist ein Einserschüler. Das sollte eigentlich so gar kein Problem sein. Wieso Tatosa? Ist eine, wie gesagt, ihr dürft mir gerne Regelvorschläge für Vajana schreiben. Auf Discord unter Wünsche. Der Geschichte spielt in Tatosa. Ja, hat es ja auch bisher. Also er startet auf Tatosa und wechselt dann halt auf Sulani, damit Ariel auf Sulani geboren wird. Macht halt Sinn. Das heißt nicht, dass die Vajana Legacy auf Tatosa startet, sondern dass er auf Tatosa aufwächst, weil er durfte ja das nicht verlassen und so. So, das ist halt so der Sinn dahinter, warum das da steht. Mitmachen!
Vorzeitiger Abschluss. Wir müssten ja eigentlich nur mit dem Rektor reden, ne? Und dann müsste das kein Problem sein. Musik ist weg. Excuse me? Nee, er zieht nicht zuerst nach Tortosa. Also vielleicht zieht er auf Tortosa auf ein leeres Grundstück und reist von da aus. So können wir das auch machen. Dass Tortosa einfach noch so seine Heimat ist und er dann einfach in verschiedenen Welten so ein bisschen wohnt. So halt so eine Nacht, weil er halt jetzt einfach viel reist und dann auf Solani landet und da dann bleiben möchte. Amethyst Villarreal, die hat sehr, sehr schöne Haare. So, dann wollen wir uns mal unseren Abschluss holen. High School. Vorzeitig Abschluss machen. Yes! Wuhu! Ich mag die Schule auch voll gerne. Ich finde, die ist mir richtig gut gelungen. Let's go! Da beginnt einfach das nächste Mal die Vajana Legacy. Das ist so schwer vorstellbar, finde ich. Vorzeitig den Abschluss machen, bist du sicher? Wenn Vajan vorzeitig den Abschluss macht, ist er kein Schüler mehr. Er kann sofort und vorzeitig in eine Karriere starten, wird aber nicht an der Abschlusszeremonie teilnehmen. Ja, ich bin mir sicher. Vorzeitiger Abschluss! Glückwunsch! Vajan hat vorzeitig die Highschool abgeschlossen und hat somit bei schulischen als auch außerschulischen Aktivitäten so außerordentliche Fähigkeiten bewiesen, dass er bereits im Teenageralter ein Diplom erwerben konnte. Dies bedeutet, dass Vajan frühzeitig in eine Karriere starten kann, um sich einen beruflichen Vorteil zu verschaffen. Könnte er, macht er aber nicht, denn sein Ziel ist es, zu reisen. Und er hat jetzt endlich den Segen seiner Eltern, dass er ausziehen darf, dass er reisen darf, denn er hat jetzt einen Einser-Abschluss in der Schule hingelegt. Und das ist die Voraussetzung gewesen, dass er das Go von seinen Eltern bekommt. Dann kannst du nämlich wieder zurück nach Hause gehen. Du hast ja jetzt dein Abschlusszeugnis abgeholt. Ich liebe auch seine Outfits, ne? Und dann kannst du die frohe Kunde deinen Eltern mitteilen und natürlich auch nochmal schlafen gehen, weil du bist wahnsinnig müde, hundemüde, wölfisch müde. Ach, schön. Alles klar, Juni, schön, dass du da warst. Vielleicht, Sasa, vielleicht. Moonpoison, hey. Ach, schön, dann haben wir ja doch gut die Kurve gekriegt, auch wenn das Spiel uns ein bisschen geärgert hat heute. Oder? Es ist denn dann doch noch echt gut gelaufen. So, Lena, ich habe jetzt gar nicht das mitgekriegt wegen den Schatten. Woher weiß ich, was ich rein und was raus und so. So, dann darfst du deinen Eltern jetzt die frohe Kunde mitteilen. Mom, Dad, ich habe meinen Abschluss. Ich habe gerade mein... Oh, Differenzen beilegen, sehr gute Idee. Ich habe gerade meinen Abschluss geschafft. Ich habe gerade mein Abschlusszeugnis abgeholt. Und ich habe einen sehr guten Abschluss. Und dann wird er reisen dürfen. Das, was er schon immer machen wollte. Ich überlege mir noch genau, wie wir das umsetzen, weil wenn er in allen Welten eine Nacht verbringt, dann ist er Senior, bevor wir das geschafft haben, weil es sind sehr, sehr viele Welten. Aber ich werde... Oh! Oh, wie toll! Angst, die Angst... Ich weiß nicht mehr, wie die Angst heißt. Die Angst, die er hatte, hat er gerade beiseite gelegt. Die hat er überwinden können. Und das ist jetzt der perfekte Einstieg oder der perfekte Abschluss für die Pohani Legacy. Pocahontas Legacy. Jetzt fange ich doch an mit Pohani Legacy. Weil er hat seine Angst besiegt, er hat seinen Abschluss, er ist kein Werwolf mehr
Und es ist im Grunde perfekt gelaufen jetzt zum Abschluss, dass wir ruhigen Gewissens beruhigt einfach wirklich in die Vajana Legacy starten können. Ich liebe es. Ich liebe es. So, deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen ganz zauberhaften Tag und wir starten das nächste Mal mit der Vajana Legacy. Bis dahin. Bye, bye. Mua.